meine Damen und Herren, begrüßen Sie herzlich bei Zukunft Handwerk den Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck. Herzlich willkommen. Jetzt auch Ersthelfer habe ich gesehen. Hier bitte. Die Dame ist wieder da. Herzlich willkommen zurück. Ihnen geht's wieder gut? Das ist Ihr Applaus. Schön, dass Sie wieder da sind. Vom Minister selbst an die Hand genommen. Wer hat das schon? Den Vizekanzler als Ersthelfer. Das geht nur hier bei uns. Dann freuen wir uns. Welcome back on stage, Dr. Markus Söder, den Ministerpräsidenten. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Und welcome back, Jörg Dittrich, der Präsident des ZDH. Bei Herrn Dittrich wissen Sie, wissen wir alle, er führt einen ganz erfolgreichen Dachdeckerbetrieb, übrigens mit der schönen Domain dachschaden.de. Das finde ich sehr charmant. Herr Habeck, wenn Sie sich für einen handwerklichen Beruf entschieden hätten, wenn Sie jetzt selbst Handwerker wären, was wären Sie gerne? Zimmermann, glaube ich. Zimmermann? Weil? Wenn ich ehrlich sein darf, weil ich das immer faszinierend fand, dieses auf die Walz gehen. Also ich hätte mich ja entscheiden müssen mit, ja, die Arbeit ist bestimmt hart und schwierig, aber ich hätte mich ja entscheiden müssen mit 18 oder 19 und ich glaube, da wäre sozusagen dieses mit seiner Hände Arbeit, Unterkunft verdienen und durch die Lande ziehen attraktiv gewesen. Jetzt probiere ich mich an allen möglichen anderen, wenn mal was kaputt geht, also wie kaputte Rohrleitungen oder so etwas. Bin aber froh, dass es Leute gibt, die das besser können als ich. Ich auch. Herr Söder, was wäre es bei Ihnen geworden? Also entweder wäre es nach dem Verstand gegangen, dann hätte ich es vor meinem Vater machen müssen, Maurer. Und nach meiner Leidenschaft wäre es Metzger geworden. Es war kein Fleisch. Ist ja so ähnlich gekommen, Herr Söder. Naja, nicht ganz, also, aber... War dicht dran, oder? Aber wie sagt Bismarck, wenn die Leute wüssten, was in der Politik so passiert und in der Wurst, dann hätten sie echte Sorgen, ja. Es kommt bei der Wurst gilt das nicht mehr, ja. Es kommt drauf an, was drin ist. Wir wollen in dieser Diskussion, damit Sie wissen, was hier drin ist, vor allen Dingen sprechen über Bürokratieabbau, über Belastungsstoppen, über Energie, Planbarkeit, Verlässlichkeit, Wertschätzung gegenüber dem Handwerk. Wir haben uns also eine relativ große Agenda vorgenommen, obwohl wir die schon reduziert haben, denn es gibt natürlich tausend Themen. Herr Dittrich, wir haben gerade gehört in diesem Film, da sagt ein junger Bäckermeister, ich zitiere nochmal, es ist Zeit, endlich wieder größere Brötchen zu backen. Wann ist es soweit? Ich muss trotzdem, wir sind ja auch im Jargon oder im Dialekt mit drin. In Sachsen gibt es einen schönen Spruch, hast du kleine Hände, nimmst du weniger Teich, bäckst du kleine Brötchen, bist du eher reich. Den Witz musste ich noch loswerden. Natürlich wollen wir... Das ist ja kein Witz, das ist ja ein Kulturgut. Also so ist das. Natürlich wollen wir gern große Brötchen backen und es ist schön, dass ich nochmal den Kontrapunkt setzen darf. Auf der einen Seite die Metaebene, dass wir Verantwortung übernehmen wollen für die Gesellschaft, das habe ich zum Ausdruck gebracht. Dann kommt der Punkt Zukunftsgestaltung, über den wir uns lange unterhalten können und jetzt sind wir in der Niederung im Maschinenraum unseres Landes. Und das ist eben nicht nur geprägt von der Robotik, die in 1, 2, 3, 5 Jahren im Handwerk ist, sondern davon, dass wir heute Themen haben, mit denen wir umgehen müssen und wo wir große Erwartungen haben, dass dieser Satz kommt. Wir haben verstanden, wir schauen uns Gesetze an, dass sie handwerksmäßig umsetzbar sind, dass wir Dokumentationen nicht mehr für die Kontrolle machen, sondern für den Sinn, den es hat für den Mitarbeiter, für die Lohnabrechnung, aber nicht nur aus Angst, dass die Kontrolle uns bestraft. Und in den Bereich müssen wir jetzt tief reingehen. Herr Dittrich, Sie haben eben ein bisschen Kulturgut aus dem östlichen Teil der Bundesrepublik Deutschland eingebracht. Ich mache es mal aus dem westlichen Teil. Bin ja Rheinländer und da gibt es den schönen Satz, et het noch immer Jotje Jange. Ja, verstehen Sie wahrscheinlich alle. Jetzt haben wir aber von Herrn Söder auch eben gehört, der es auch ein bisschen kritisch sieht momentan insgesamt mit der Lage. Hier bei diesem Mann in Husum ist es eben nicht mehr gut gegangen. Da gab es einen Betrieb, den gab es über 100 Jahre, fast 100 Jahre Straßenbaubetrieb.
hat dicht machen müssen. Dann gab es eine bitterböse Abrechnung, die er auch öffentlich gemacht hat. Haben Sie vielleicht mitbekommen. Und dann hat man ihn gefragt, ihr seid fast 100 Jahre alt, jetzt müsst ihr dicht machen. Warum? Und er hat vor allen Dingen gesagt, diese ganzen Bürokratiemonster, die haben uns kaputt gemacht. Können Sie das nachempfinden? Es liest sich wie ein Bericht für eine Satirezeitung und hat einen ganz bitteren Geschmack, der unheimlich traurig macht. Es ist ein langer Bericht über das, was in einem Baubetrieb gemacht werden muss, bis man ein Bauvorhaben beginnt und weshalb dieser Betrieb sagt, wir geben auf. Und es ist nur der Bericht bis zum Baubeginn. Es ist noch nicht der Bericht, wie es dann weitergeht auf der Baustelle und was nach der Baustelle alles noch zu tun ist. Und insofern macht mich das nicht nur traurig, sondern auch wütend. Das müssen wir abschaffen. Und das liegt nicht an Russland oder den Amerikanern oder den Chinesen. Dort sind wir gefragt und müssen anpacken. Und Herr Habeck, damit meint er natürlich vor allen Dingen auch Sie. Was machen Sie ganz konkret, um diese Bürokratie wirklich spürbar, schnell für das Handwerk runterzudampfen? Ja gut, konkret, also vielleicht sage ich noch zwei allgemeine Sätze zur Bürokratie, um das politische Problem zu verstehen. Aber konkret haben wir halt immer das getan, was gerade am dringlichsten war. Das war in den letzten anderthalb, zwei Jahren erstmal die Energieversorgung sicher zu bekommen. Das haben Sie dann ja jedenfalls medial mitbekommen, dass wir beim Ausbau von Gasleitungen, Stromleitungen, erneuerbaren Energien, Smart Mietern und so weiter alles entschlackt haben und die über Energie sprechen wir gleich. Genau, aber jetzt fragen wir ja konkret. Ja, also sagen ist jetzt nicht so, dass nichts passiert ist und wenn ich das richtig sehe, ist auch kein Unglück passiert, obwohl wir alles doppelt und dreimal so schnell gemacht haben wie davor. Warum soll das jetzt nicht Standard werden? Beim Bauen und bei Gewerbegebieten ausweisen und so weiter und so fort. Am Ende kann es nicht so sein. Dafür gibt es viel zu viele Vorschriften und jeder von uns, Markus Söder und ich alle hier im Raum, können uns an Absurditäten überbieten, was wir gefunden haben. Wir müssen es hinbekommen, dass das System selbst, die Verwaltung, die Politik daran arbeitet, alles schlanker, einfacher, pragmatischer zu machen. Und das geht nur, wenn man statt einem System der Rechtssicherheit, absolute Rechtssicherheit, ein System der Verantwortungsbereitschaft einführt. Dass man nicht bestraft wird, wenn man sagt, okay, das habe ich mir jetzt angeschaut, das passt schon. Und wenn es dann mal nicht passt, ein- oder zweimal im bürokratischen Leben, dass man dann gleich zurücktreten muss oder der Minister kommt und den Abteilungsleiter entlässt, sondern man sagt, okay, 2% sind schiefgegangen, 98%, aber dreimal so schnell wie vorher. Guter Job, gut gemacht. Da müssen wir aber hinkommen. Das bedeutet aber am Ende auch Verantwortung, bedeutet auch Toleranz gegenüber den Dingen, die dann mal nicht ganz so gut laufen. Sonst verstecken wir uns immer nur in 150%iger Sicherheit und dann haben wir keine Chance. Ich habe hier genau, das ist das Ding. Das ist dieses Papier, kennen Sie wahrscheinlich alle. Das ist diese Liste von 44 aktuellen Vorschlägen aus dem Hause Dittrich, ZDH, des Handwerks zur Entflechtung des Paragraphendschungels. Was ich toll finde daran ist, diese 44 Punkte haben alle unten stehen Lösung. Das heißt also, es steht immer gleich ein Lösungsvorschlag drunter. Sie haben es selbst schon gesagt, ich war selbst im Vorgespräch mit Ihrem Ministerium überrascht, dass es tatsächlich nur 3 Punkte gibt, die Sie von diesen 44 für sich identifiziert haben. Das klingt schon wieder so ein bisschen danach, da gibt es 41 Punkte, die müssen dann andere machen. Sprechen Sie dann gemeinsam dann auch mit den anderen drüber, dass wir sagen, Freunde, hier liegt vom deutschen Handwerk was auf dem Tisch. Wir machen die 3, macht ihr die anderen. Tauscht ihr euch darüber konkret aus? Klar, das ist ja, habe ich ja gesagt, jetzt auch nicht nur so, wir labern mal darüber, sondern die Dame, die gerade ein bisschen Schwächeanfall hat, wenn ich das sagen darf, ist Head of Entbürokratisierung. Ja, Sabine Häpperle, die die Mittelstandsabteilung leitet und vielleicht, also hoffentlich ist es nicht der Stress der Arbeit, aber Sie und Ihr Team sorgen jetzt dafür, dass alle anderen Ministerien an einen Tisch kommen, einen ganzen Tag das alles durchdiskutieren. Es ist so ein bisschen natürlich jetzt mein Job, dafür zu sorgen, zusammen mit dem Justizminister, der die Hauptverantwortung für die Entbürokratisierung hat, dass das in der Verantwortung auch geschieht. Der Druck ist natürlich in der Wirtschaft da, aber ganz viele Rechtsbereiche sind eben von Datenschutz bis Gesundheitsschutz in ganz anderen Bereichen. Deswegen sage ich ja, das wird nicht gelingen, wenn das Handwerk 44 Punkte macht und die Bauwirtschaft 43 und dann hast du noch einen Kongress gehört und dann nochmal, alle müssen daran mitziehen und dieser Funke, der muss jetzt überspringen, sonst geht es nicht. Also das ist in der Tat, aber wir reden darüber nicht nur im Sinne von, ja, Bürokratisierung ist schlimm, sondern
im Sinne von, jetzt setzen wir das alles um und wer das nicht umsetzen will, muss sagen, warum es nicht geht und einen Gegenvorschlag machen. Und natürlich kann man mit Ihnen auch sprechen. Ne? Also wenn Sie nachher noch Vorschläge haben, die nächsten 44 Vorschläge, die werden gleich hier in der Mittagspause abgearbeitet mit Ihnen. Ja? Einverstanden. Jetzt machen wir noch mal kurz eine kleine gedankliche Reise. Stellen wir uns vor, Herr Söder, Sie wären, ich sag mal was Verrücktes, Bundeskanzler. Ja? Was würden Sie aus Bayern mitbringen zum Bürokratieabbau? Sie wissen, ich bin großer Fan des Freistaates Bayern und Sie treten auch immer mit einem gesunden und auch berechtigten Selbstbewusstsein für Bayern auf. Was haben Sie schon gemacht in Bayern, wovon der Bund lernen kann? Und was würden Sie als Kanzler an Tag 1 machen zum Bürokratieabbau? Das ist wirklich eine total super intelligente Hinleitung zum Thema. Muss ich wirklich sagen, also Respekt, das machen die Kollegen meistens unglücklicher. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ja, überhaupt nicht vorstellen. Habe ich glaube ich auch nicht oder will es nicht. Aber ich würde mal sagen, was wir machen. Das, was Habeck gesagt, ist genau bezeichnend. Sein Ministerium nimmt jetzt ein Thema an, versucht eine Lösung zu finden. So. Jetzt haben wir das erste Problem, dass wir meistens Bürokraten fragen, Bürokratie abzubauen. Das ist eine gewisse Herausforderung, wenn ich das sagen darf. Also ist unser Ziel, Praktiker zu fragen. Wir haben bei uns einen Bürokratiebeauftragten, der rein aus der Praxis kommt und der macht Praxischeck. Der fängt also erstmal an, nicht nur über große Gesetze zu reden, der nimmt jedes kleine Thema rund um die Uhr an und ist damit auch, kann ich sagen, das Schrecken jeder Bürokratie, weil er immer reingeht. Zweitens, wir ziehen es in die Staatskanzlei. Wir machen nicht über 10 Ministerien, sondern machen tatsächlich den Aufschlag von der Staatskanzlei führen, weil es stimmt, meistens ist da ein bisschen was, dann ist Umwelt was, ein bisschen was, das ist häufig der Fall, gerade im Wirtschaftsprozess, Gesundheit, Datenschutz. Datenschutz ist bei uns ja meistens, verhindert ja fast alles. Ja. Jeder kann sein Foto, lädt sein Foto allen möglichen Zeug im Instagram hoch, ja, in zum Teil recht interessanten Posen, aber der Datenschutz verhindert, dass wir irgendwas machen. Wir haben mehr Datenschutzbeauftragte als Leistungsträger, aber mal wurscht. Ja, also wir versuchen, einen Prozess zu organisieren, den machen wir jetzt so. Wir sammeln auch mit dem Handwerk, auch mit den Innungen, also mit jedem, wir sammeln all die kleinen Dinge, übrigens nicht nur Gesetze, auch Vollzug spielt eine große Rolle. Häufig ist das Gesetz das eine, aber der Vollzug ist dann noch einmal enger gefasst. Also wenn wir den Vollzug überprüfen, werden Verwaltungsvorschriften einfach streichen. Und jetzt ganz wichtig, wir machen so ein Rasenmähergesetz, in dem wir, das gilt dann für alle, diese ganzen Statistikpflichten. Für was wir Statistik haben, meine Damen und Herren. Unglaublich, ja. Und ja, vor allem die kleinen Betriebe müssen endlos Dinge ausfüllen, ja. Machen wir übrigens auch für die Verbände, ja. Statistikpflichten, Dokumentationspflichten, Genehmigungsfragen. Wir müssen mit Genehmigungsfiktionen arbeiten. Wenn in einer bestimmten Zeit das Amt nichts rausgibt, dann ist es halt nochmal genehmigt, zum Beispiel. Und das muss man gesetzlich fixieren. Das mache ich. Nicht, was ich würdig machen und an den Bund gerichtet. Also da würde ich sagen, der Bundeskanzler selbst könnte dann nochmal richtig nicht nur ein Machtwort sprechen, sondern ein ganzes Machtwörterbuch ausgeben. Ich finde, eine Regierung sollte das zum zentralen Thema machen, weil es ist wirklich mittlerweile so, dass uns das lähmt und demotiviert und nervt. Und ich kenne mindestens genauso viele Leute, die sagen, ich höre auf, weil diese Bürokratie mich so lähmt und erstickt, wie viele andere wirtschaftlichen Gründe. Und das ist das, was wir am leichtesten abstellen können. Und Sie haben es gesagt, das hat weder was mit Putin, noch mit Trump zu tun, noch wieder was anderes. Das ist allein unsere Sache. Und das müssen wir lösen. Klingt nach einer sehr systematischen und auch kraftvollen Herangehensweise. Können Sie uns mal einen Punkt sagen, seit wir uns das letzte Jahr hier gesehen haben, wo Sie für einen Handwerker wie den Fliesenleger hier aus dem Schwäbischen, der nicht in Ihren Zuständigkeitsbereich fällt, aber für einen bayerischen Fliesenleger etwas entbürokratisiert haben, dass es jetzt besser ist als vor einem Jahr? Also wir haben allein mit der Tatsache, dass wir den Vollzug vereinfachen wollen, das ist unsere Kernfrage. Bei Fliesenleger bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir suchen ja in Bayern auch immer mehr Fliesenleger, als es überhaupt gibt. Das ist ja das Entscheidende. Wir versuchen diesen ganzen Vollzug, und ich sage mal so, mein Umweltminister ist da, der freut sich, wenn ich das sage, ja, wir versuchen gerade diese ganzen Auflagen, die es gibt, so zu reduzieren, dass man schneller arbeiten kann und schneller anfangen kann. Gerade am gesamten Bau. Das ist unser Ziel. Schneller, einfacher,
weniger Vorgaben von Seiten des Staates, weniger Vorgaben, wie Größenordnungen sind, weniger Vorgaben beim Kindergarten, was wir für Vorgaben haben, wie ein Kindergarten zu bauen sein soll. Ja? All die Dinge entrümpeln wir, sodass schneller herangegangen werden kann. Da ist bei Ihnen eben in der Antwort davor das Wort, ganz wichtiges Wort, nämlich Praxis gefallen. Herr Habeck, es geht ja darum, dass wir hier, wir werden gleich auch noch einen Dialog haben, Handwerk, Politik und Gewerkschaft, aber bleiben wir mal bei Handwerk und Politik jetzt an dieser Stelle. Diese Welten sprechen tatsächlich miteinander. Praxischeck ist da ein Stichwort. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist wirklich der Versuch, gemeinsam mit Politik auch auf hoher Ebene und dem Handwerk gemeinsam zu schauen, wie sieht's denn aus? Sie kennen das. Warum ist das so wichtig? Ja, ist der gleiche Ansatz, den der Ministerpräsident gerade dargestellt hat. Wir schicken Leute in die Betriebe, lassen die dort mitarbeiten oder sich erklären, wie bestimmte Prozesse laufen. Und dann kommen die teilweise auch erschüttert zurück und sagen, geht doch nicht. Wir haben, das habe ich ja schon gesagt, unter der Druck der Energiesicherheitsnot mit den Entbürokratisierungssachen bei den Energien angefangen. Jetzt sind sie gerade bei Betriebsgründung und bei Betriebsübergaben. Und die Liste der Dinge, die notariell beglaubigt werden müssen, ist relativ lang und man fragt sich, muss das eigentlich so sein? Jetzt weiß ich nicht genau, das kann ich nicht versprechen, ob der Verband der Notare oder wenn es den gibt oder der Verband der Juristen oder wenn es den gibt, irgendwelche guten Gründe vorträgt, warum das auch genauso sein muss. Ich gucke da drauf und denke, okay, kann man auch bilateral machen, wenn der Vertrag geschlossen ist. Und so kämpfen wir uns von vorne nach hinten durch. Und wenn ich von Praxis gleich rede, Herr Ministerpräsident, Sie haben ja gerade über die Datenschutzbeauftragten gesprochen. Ich glaube, in Bayern gibt es sogar zwei als einzigen Bundesland. Ein? Na gut, haben wir schon. Aber es ist Ländersache. Aber der arbeitet für zwei. Es ist Ländersache. Ja, wenn ich das jetzt ernst nehme. Ich finde es einen richtigen, wichtigen Vorschlag. Es ist jetzt für die Wirtschaft ein echtes Hindernis, dass 16 Bundesländer 16 verschiedene Datenschutzbeauftragte mit 16 verschiedenen Genehmigungen haben. Wenn das jetzt zu was führt und ich den Vorschlag von Herrn Söder so aufgreifen darf, dass man bereit ist, das anders zu machen, ist ja Länderkompetenz. Da kann der Bund gar nicht rangehen. Am Ende ist es sogar eine Grundgesetzänderung. Aber es steht uns im Weg. Ja, wir kommen aus einer Welt, wo Datensparsamkeit, also wir dürfen die Daten möglichst gering halten, das Credo war. Und jetzt haben wir gerade die Roboter gesehen und die neuen Geschäftsmodelle, auch im Übrigen die des Handwerks, werden durch Datennutzung entstehen. Das heißt, wir sind in einer Welt der, weiß nicht, 80er, 90er Jahre gefangen. Wenn das aber jetzt hier heute Abend heute Morgen der Impuls ist, um zu sagen, ey, lasst uns darüber reden, ob wir nur mit einem oder mit einem bundeseinheitlichen Datenschutz klarkommen, das wäre doch super. Dann sind wir nächstes Jahr einen großen Schritt weiter in dem Bereich. Herr Dittrich, ich habe ein paar Zahlen aus Ihrem Hause mitgebracht. Es gibt eine ZDH-Umfrage zum Thema Bürokratie im Handwerk vom Ende letzten Jahres. Diese Zahlen finde ich schon beachtlich. 74% Zahlen vom ZDH ermittelt, der Handwerksbetriebe geben an, 74, dass ihr Bürokratieaufwand in den letzten 5 Jahren deutlich gestiegen ist. Ständige Anpassungen an neue gesetzliche Regelungen sind für 76% der Handwerksbetriebe der größte Belastungsfaktor, gefolgt dann vom Aufwand zur Erfüllung, Sie haben es angesprochen, Herr Söder, von Nachweis- und Dokumentationspflichten und 58% von Ihnen im Handwerk sagen, dass die Selbstständigkeit im Handwerk infolge der Bürokratiebelastung zunehmend total unattraktiv ist. Diese Praxischecks, bringt das wirklich was? Ist das der Schlüssel, um die Tür aufzuschließen, um die ganze Bürokratie dann hinter sich zu lassen? Der Praxischeck war eine Forderung des Handwerks. Und wir haben einen Bundeswirtschaftsminister, der diesen Punkt mit uns gemeinsam aufgegriffen hat. Wir haben zu wenig Zeit, um viel Lob zu verteilen, aber das muss kommen. Das Wirtschaftsministerium ist das erste Ministerium, das bereit ist, sich mit dem Praxischeck zu beschäftigen. Und natürlich hoffen wir, dass der Wirtschaftsminister innerhalb der Koalition dafür wirbt, dass andere Ministerien diesem Beispiel folgen. Es muss im Zentrum stehen, die Frage, was bedeutet eine Vorstellung?
Handschrift für einen kleinen mittelständischen Betrieb. Deswegen ist das genau der richtige Punkt. Und ich möchte nochmal aufgreifen, weil wir ja neben dem Pathos auch diesen Erwartungsdruck haben, was passiert jetzt? Der Wirtschaftsminister hat zugesagt, sich dafür einzusetzen, dass wir mit diesen 44 Punkten gemeinsam schauen, was davon in der Regierung umsetzbar ist. Das ist ein wichtiger Ansatzpunkt und wir haben noch viele andere, die wir jetzt heute auf der Bühne nicht teilen, wo wir darüber sprechen, was können wir konkret tun, damit wir aus der Talsohle herauskommen. Die Stimmung killt uns. Wir haben zu wenig junge Menschen, die bereit sind, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist nicht nur ein Alarmzeichen, sondern das ist eine mittlere Katastrophe, wenn wir diese Stimmung nicht drehen, dass Menschen bereit sind, in die Leistung zu gehen. Wo sollen sonst sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit guten Löhnen herkommen, mit Tarifbindung, wenn keiner mehr bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen? Wir können eben, wie Sie sagen, auf dieser Bühne wirklich nur mit diesem Zeitfenster ein paar Themen ansprechen. Energie müssen wir ansprechen. Geht den Unternehmen, geht den Betrieben, geht dem Handwerk wirklich die Energie aus? Was sagen Sie, was muss geschehen, damit auch für kleine Betriebe, mittlere Betriebe Energie bezahlbar wird? Wir haben mit der Interessensvertretung gegenüber auch dem Wirtschaftsministerium deutlich gemacht, dass wir strikt gegen einen Industriestrompreis sind und wir haben überzeugen können. Es gibt keinen Industriestrompreis, sondern die gewerbliche Wirtschaft hat hat dort Anpassungen bekommen. Es gibt aber auch Gewerke, die bei uns dort durchs Raster fallen. Damit wird ja deutlich, dass insgesamt die Energie für uns ein ganz entscheidender Punkt ist. Und ja, Herr Minister, ich hoffe mir, dass nach der Kraftwerksstrategie ganz schnell die Pflöcke eingeschlagen werden, weil ich häufig in den Veranstaltungen des Handwerks höre, wir reden monatelang über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo wir nicht das Empfinden haben, dass wir es überhaupt beeinflussen können, was gerade in China ist. Ich bin kleiner Handwerker hier vor Ort, aber wir wissen nicht, wo die grundlastfähige Energie in 6 oder 7 Jahren herkommt. Dort muss Klarheit her über den Pfad, dass die erneuerbaren Energien für das Handwerk eine riesige Chance sind. Das ist natürlich so. Wir erleben große Ausbaudinge bei der Photovoltaik und in vielen anderen Bereichen. Aber Energie ist ein Thema, was uns auf der Seele brennt. Herr Söder, wenn wir kurz zurückblicken und wir infolge des Ukraine-Krieges gesehen haben, dass etwa die Hälfte der Gasversorgung Deutschlands, die aus Russland kam, plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr da war und wir alle das Gefühl hatten, hier wird's kalt, hier geht das Licht aus. Da müssen Sie, glaube ich, sogar anerkennen, dass der Habeck mit seinen Leuten das gut hinbekommen hat. Das ist nicht geschehen, diese Angst, die wir hatten. Das muss man anerkennen. Was ist trotzdem auch Ihr Ansatz zu sagen, im Energiebereich müssen wir noch mehr leisten? Also ich finde auch, das ist insgesamt gut gelungen, das muss man auch anerkennen. Unser Kernproblem, das muss man einfach mal anerkennen. Alles anerkennen. Unser Grundproblem ist, dass der Preis zu hoch ist. Und unser Grundproblem ergibt sich dadurch, dass wir zu wenig die Möglichkeit nutzen. Also schauen Sie mal, wir wollen in Deutschland kein Gas überhaupt noch mal erkunden, weil es noch Fracking läuft. Aber wir bezahlen teuerstes Fracking-Gas aus den USA zu extrem hohen Preisen. Widerspruch. Wir werden am Ende Import von Atomenergie von woanders haben, obwohl wir selber die Atomenergie laufen lassen könnten. So, ich stimme noch gar nicht dazu, das muss jetzt nicht 100 Jahre sein und sowas. Aber ich habe nie verstanden, warum man zu dem Zeitpunkt genau das gewählt hat, mittendrin abzubrechen, auszusteigen, dann nochmal 3-4 Monate verlängert hat. Das ist keine vernünftige, kluge Strategie, um durch Krisenzeiten zu kommen. Und wir brauchen jetzt weiter, Kraftwerksstrategie wird diskutiert, die ist sehr, sehr wichtig, damit es keine Strompreiszonen gibt. Wir brauchen aber auch da eine Option für tatsächlich Gaskraftwerke, die jetzt bald stattfinden. Die müssen dann auch wasserstofffähig sein, aber wir brauchen Gaskraftwerke, um ein Ende des voranzubringen. Der Kern ist, erneuerbare Ausbau auf jeden Fall, ist keine Frage. Aber dazu braucht es eine grundlastfähige Energieform und die ist auf Dauer, so wäre unsere Überlegung, um es preis- und klimaschutzmäßig gut hinzubekommen, nicht Ersatzkohle, sondern wäre einfach nochmal Kernenergie. In Frankreich macht man es, in Tschechien macht man es, in Schweden macht man es, irgendwie machen es alle. Nur wir sagen, nee, wir wollen das nicht und wir glauben, dass wir die Besseren der Welt sind. Da haben wir einen Dissens logischerweise, aber aus meiner Sicht wäre das Wichtigste, Verlässlichkeit und Planbarkeit mit einer eigenen CO2
wirklich reduzierenden Energie wäre die Kernenergie. Und alles andere hilft auf Dauer nichts. Wir hören in Berlin das Wort Zeitenwende, also es werden Sachen gedacht, die man vorher nicht denken konnte. Ist es denkbar, dass auch ein grüner Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz da im Kopf auch nochmal anders denkt und sagt, vielleicht doch in einem beschränkten, zeitlich nochmal erweiterten Umfang mehr Kernenergie? Oder bleiben Sie da einfach ganz klar auf dem Kurs Anti-Atomkraft, Atomkraft, nein, danke? Also haben wir ja gemacht. Wir haben die bestehenden 3 Atomkraftwerke länger laufen lassen, bis die Brennelemente alle waren. Vielleicht darf ich sagen, ich will jetzt keine unnötige Schärfe reinbringen, aber Herr Söder, Ihr Argument wäre stärker, wenn Sie sagen würden, ja, aber als wir in Fukushima den Entschluss gefasst haben, auszusteigen aus der Atomkraft, ich glaube, Sie haben damals mit Rücktritt gedroht, wenn das nicht sofort passiert, hatten wir noch 14 Atomkraft. Waren Sie dabei? Ja, ich war dabei. Im Kabinett, im Bayerischen damals? Im Kabinett war ich nicht dabei, ach so, aber okay. Dicht an der Landesregierung in Schleswig-Holstein und der damalige Ministerpräsident Carstensen berichtete das so. Damals hatten wir 14 Atomkraftwerke. Unter der Regierungsbeteiligung der CSU sind 11 davon abgeschaltet worden und 3 haben wir länger laufen lassen. Diese 3 Atomkraftwerke haben wir länger laufen lassen. Es wäre also glaubhafter, das ganze Argument, wenn man sagen würde, da haben wir einen Fehler gemacht, bevor man sagt, ihr habt einen Fehler gemacht, wenn man denn so scharf auf Atomkraft ist. Und dann gibt es einen großen Unterschied zu Schweden, auch zu der schwedischen Energieministerin Ebba Busch, die in der Tat eine beeindruckende Kollegin ist. Die sagt, wir verbringen unseren Atommüll in Schweden. Die haben ein Endlager. Das zweite Argument, das so ein bisschen schwierig ist, ist, wenn man sagt, wir sind für Atomkraft, aber gleichzeitig Bayern das einzige Land ist, das sagt, wir wissen schon vorher, bevor die Prüfung weg ist, nicht bei uns ein Atommüllendlager. Aber das sind nur politische Anmerkungen. Muss halt jeder seine eigene Glaubwürdigkeit immer wieder überprüfen. Herr Habeck, in der Sache selbst. Ja. Wir in der Tat haben einen europäischen Binnenmarkt. Ja. Ich habe das jetzt ja auch zweimal gehört, Herr Söder. Ja, erlauben Sie mir kurz die Fakten klarzustellen. Wir haben einen europäischen Binnenmarkt. Im europäischen Binnenmarkt fließt der Strom über die Grenzen, sofern die Grenzkuppelstellen das zulassen. Das heißt, immer dahin, da wo es günstiger ist, fließt der Strom dahin, wo er teurer verkauft werden kann. Insofern haben wir auch Importe aus dem Ausland. Meistens aus den skandinavischen Ländern der erneuerbaren Energien. Insgesamt in einem Volumen von 2% des deutschen Stromverbrauchs haben wir Importe, 2% Nettoimporte. Davon sind 25% Atomstrom aus Frankreich. Also von wegen, dass wir am französischen Atomstrom hängen, das ist alles homöopathisch, wenn ich das sagen darf. Und wir hätten jederzeit die Gelegenheit und die Möglichkeit, das selber zu produzieren. Wir produzieren es nicht selbst, diese 25% von 2%, weil der Strom günstiger ist als Gaskraftwerke, zum Beispiel in Bayern. Es ist also klug, dass wir im europäischen Binnenmarkt die günstigsten Energien nach Deutschland holen. Es ist aber nicht so, dass wir abhängig wären davon. Wir haben eine Riesenkapazität von fossilen Kraftwerken, die wir nicht nutzen. Denn das ist ja auch richtig. Wir haben aus Sicherheitsgründen dann, was wir haben, an den Markt gebracht und die Dinger laufen nicht. Wir haben die niedrigste Kohleverstromung seit den 60er Jahren. Das liegt auch daran, dass der natürlich, das muss man ehrlicherweise zugeben, dass der Bedarf an Strom im Moment nicht so hoch ist wegen der energieintensiven Industrie, die gebremst produziert, also nichts, worauf ich stolz sein will. Aber die Strategie, günstige Erneuerbare an den Markt zu bringen und den Rest mit grundlastfähigen Kraftwerken, erst Kohle, dann gasförmig, die gasförmigen so schnell es geht und so günstig es wird, zu Wasserstoff zu machen, geht auf. Und wenn ich noch einmal das gelobte Land Frankreich erwähnen darf, der französische Staatskonzern EDF subventioniert die französischen Strompreise. Ja, die deckeln sie sozusagen staatlich. Das geht aber auch nur, weil es ein Staatskonzern ist. Der hat knapp 70 Milliarden Euro Schulden. Das würde ich gerne mal sehen, dass ein Stadtwerk oder irgendein deutscher Energiekonzern 70 Milliarden Schulden hat. Die werden alle insolvent. So, das Problem ist jetzt, dann bin ich fertig, von wegen der günstigen Atomkraft. Die haben ungefähr 50 Atomkraftwerke, die alle renoviert werden müssen. Man schätzt, dass der Preis pro Renovation ungefähr bei 1 Milliarde liegt. Die neuen Atomkraftwerke sind immer geplant mit, also das Ding, das EDF, der französische Konzern in England baut, sollte 21 Milliarden Euro kosten, ein Kraftwerk. Wir reden bei den Gaskraftwerken bei der gleichen Größenordnung ungefähr über 1 Milliarde. Das kostet 21 Milliarden in der Planung.
Die ist jetzt hochgesetzt worden auf 38 Milliarden. Der chinesische Co-Investor hat sich verabschiedet davon, weil er gesagt hat, das ist ein Milliardengrab. Wenn da die Kilowattstunde Strom rauskommt, das wird die teuerste Kilowattstunde Strom sein, die jemals in Europa produziert wurde. Und wie das alles ökonomisch aufgeht, das hat mir noch keiner erklärt. Das geht nur auf, weil der französische Staat für den Staatskonzern EDF haftet, um den Strompreis runterzubringen, um dann auf der europäischen Ebene zu sagen, kann Deutschland nicht dafür sorgen, dass wir einen Ausgleichsmechanismus in den Staatsfinanzen zu bekommen. Das ist das große Versprechen der Atomkraft. Also ökonomisch geht das alles nicht auf. Ja.